Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr am besten für die Duo Dreamhack trainieren könnt. In den nächsten Tagen wird auch noch ein Video dazu rauskommen, wie man am besten dann letztendlich in der Duo Dreamhack spielen kann. Falls ihr natürlich auch noch weitere Videovorschläge habt, Videowünsche habt, wozu ich ein Video machen soll, schreibt es gerne in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Außerdem, wenn ihr auch keine weiteren Videos verpassen wollt, könnt ihr natürlich gerne hier ein Abo da lassen. Schaut natürlich auch gerne auf dem Twitch-Kanal vorbei. Dort wird es morgen wahrscheinlich wieder den nächsten Stream geben. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Und dann würde ich sagen, beginnen wir direkt mal mit den ersten Tipps und Tricks. Als erstes natürlich, um überhaupt gut trainieren zu können, braucht man erstmal ein gutes Duo. Und um ein gutes Duo zu finden, sollte man das Ganze natürlich auf einem vernünftigen Discord-Server machen. Dafür sind am besten Scrim-Discord-Server. Und ich finde, so einer der besten Discord-Server, wo man wirklich die besten Mitspieler findet, ist der MarinTM-Discord. Dort könnt ihr dann beispielsweise hier immer Looking for Group Channel einmal im Prinzip so eine kleine Werbung reinschreiben, wie gut ihr seid und wie gut eben halt euer Mitspieler sein soll, beziehungsweise was euer Mitspieler können soll. Und wenn ihr es eben halt detailliert dort reinschreibt, dann werdet ihr auf jeden Fall sehr, sehr schnell ein gutes Duo finden. Und ihr könnt natürlich das Ganze genauso gerne auch auf anderen Discord-Servern machen. Allerdings finde ich den hier auf jeden Fall sehr, sehr gut, weil hier eben halt wirklich nur Leute eigentlich rumlaufen, die auch wirklich gut Fortnite spielen können. Und ihr findet eben halt nicht beispielsweise wie auf einem Enigma-Discord auch das ein oder andere Mal Bots dazwischen. Wenn ihr dann natürlich ein gutes Duo gefunden habt, könnt ihr auch vernünftig zusammen trainieren. Am besten ist es natürlich, wenn ihr als Duo auch möglichst zu den gleichen Zeiten spielt. Das heißt, dass ihr beispielsweise zu einer ähnlichen Zeit euer Warm-up macht. Und natürlich kommen wir dann direkt auch schon zum nächsten Punkt. Und zwar sind das natürlich die Warm-up-Strategien fürs Duo. Ein detailliertes Video zu den ganzen Warm-up-Strategien, beispielsweise für Solo, hatte ich schon gemacht. Werde ich mal oben in der Infokarte verlinken. Aber es ist natürlich so, dass man auch teilweise ein paar Sachen anders machen kann im Duo. Unter anderem habe ich euch ja bereits schon in den ganzen letzten Tipps und Tricks-Videos immer sehr, sehr empfohlen, Aim-Duels zu spielen, denn das ist zurzeit wirklich der beste Weg, um besser zu werden. Wenn ihr jemand wirklich gutes Aim habt, dann habt ihr eigentlich schon fast ganz gewonnen. Den Link zu dieser Map könnt ihr natürlich dort oben sehen und hier auf dieser Map würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, ganz, ganz viele verschiedene von diesen Stages zu spielen und spielt das Ganze mal mindestens 20 Minuten pro Tag. 30 oder mehr sind natürlich noch deutlich besser und wenn ihr es wirklich konsistent mit eurem Duo-Mate dann auch immer macht, werdet ihr auf jeden Fall deutlich besser und das ist natürlich auch ein Vorteil, wenn man ein Duo hat, dann hat man automatisch natürlich immer schon direkt einen Gegner für diese Aim-Duels. Und neben dem Aim-Duel sollte man natürlich auch immer ein bisschen vielleicht Realistics spielen. Dort allerdings eher dann 2v2s, das heißt, sucht euch noch zwei andere vom Discord. Ansonsten, falls ihr gerade keine findet, könnt ihr natürlich auch 1v1s spielen. Die restlichen Dinge natürlich so etwas wie Crank Simulator, wie Skywalker Aim Trainer, sollte man natürlich auch jeweils einzeln machen. Das kann man natürlich nicht zusammen machen. Und wenn ihr dann eben halt wirklich eine Stunde ungefähr euch gewarmt habt, je nachdem wie viel Zeit ihr habt, könnt ihr das natürlich mehr oder weniger machen. Arena Duos ist nun mal der realistischste Modus und dementsprechend kann man dort natürlich am besten trainieren. Genauso gut können natürlich auch immer ein bisschen Scrim spielen. Trotzdem würde ich den Fokus immer eher auf Arena setzen, denn in Scrims trainiert man nur Endgame und verglichen zu der Zeit, die man in Scrims verbringt, hat man häufig nicht ganz viel Trainingspotenzial. Deshalb geht in Arena Duo, sucht euch einen guten Landing-Spot. Dazu hatte ich beispielsweise auch schon ein Video gemacht, werde ich ebenfalls in der Infokarte verlinken. Ansonsten aber, falls ihr noch keinen guten Landing-Spot habt, könnt ihr das immer sehr, sehr gut mit der Webseite lootlag.info bzw. fortnite.gg machen. Dort könnt ihr nämlich einmal einen ganzen Überblick gewinnen über die Karte, wo eben halt Loot ist und sucht euch dort immer einen guten Landing-Spot raus und versucht dort immer genug Kisten zu haben. Es ist auch häufig immer besser, wenn er nicht so contested ist, das heißt, landet nicht einfach Suck Industries auf der Mongol Chest, die jede Runde von gefühlt dann drei Duos oder mehr teilweise sogar eben halt gefiftet wird, sondern geht eben halt eher in einen safen Spot, so etwas wie beispielsweise den Woods, dort landen häufig nicht so viele Spieler oder eben halt irgendwo anders hin. Hauptsache es ist eben halt kein komplett contesteter Spot, denn ihr bekommt nun mal relativ viel Placement-Punkte und ihr könnt dann lieber im Midgame irgendwann fighten und fightet nicht so viel off-spawn. Vor allen Dingen habt ihr natürlich insgesamt besseren Loot, weil ihr nicht so viel Zeit damit verbringt, vielleicht Gegner zu fighten. Deshalb sucht euch auf jeden Fall einen uncontesteten Spot und testet den natürlich auch ein paar Runden aus. Falls ihr nicht mit dem Spot zufrieden seid, wechselt den natürlich auch gerne und versucht es nochmal bei einem anderen Spot. Versucht dann eben halt, falls ihr einen guten Landing-Spot gefunden habt, den auch wirklich viel zu trainieren. Das heißt, landet dort immer und immer wieder in Arena. Und ich hätte euch auch nicht empfohlen, in Arena Duos Dark Industries das zu machen, was ich zurzeit in Solo-Arena mache. Denn falls ihr eben halt dauerhaft nur W-Keyt in Arena Duos und eben halt einer stirbt, dann habt ihr häufig eben halt das Problem, dass dann immer nur einer spielt und der andere immer darauf warten muss. Deshalb, ihr könnt natürlich an eurem Main-Landing-Spot landen und von dort aus dann eben halt
bisschen W-keyen. Allerdings W-keyt nicht von Beginn an, sondern landet wirklich an dem Spot, wo ihr auch sonst immer landen würdet. Arena Duos sollte dann letztendlich auch den Hauptbestandteil eures Trainingstages bilden. Wie gesagt, am Anfang natürlich ein bisschen Warm-up und dann am Ende könnt ihr vielleicht noch ein bisschen Scrim spielen oder vielleicht irgendwann zwischendurch Scrims. Gerade falls ihr am Wochenende viel Zeit habt, dann könnt ihr das auf jeden Fall sehr, sehr gut dort auch machen. Denn falls ihr dann irgendwann in Endgame kommen solltet, könnt ihr natürlich mit Scrims dort auf jeden Fall mehr anfangen als mit euren Arena-Skills. Trotzdem, um erstmal dahin zu kommen, muss man natürlich Arena gut spielen können. Und deshalb ist Arena immer der Punkt, worauf man mehr den Fokus legen sollte. Ansonsten schaut euch natürlich auch ganz, ganz viele andere YouTuber an. Beispielsweise sind dort sehr, sehr gute YouTuber, die ihr euch anschauen könnt. MarinTM, der macht häufig eben halt dann auch immer Cup-Analysen. Das heißt, gerade für den nächsten DreamHack dann im Dezember könnt ihr euch auf jeden Fall dort schon mal etwas von dem Event anschauen. Außerdem macht er auch sehr, sehr viele Tipps und Tricks-Videos. Lasse macht auch immer sehr, sehr gute Videos. Das ist ein deutscher Kanal. Das heißt, falls ihr keinen Bock auf englischen Content habt, könnt ihr auch gerne ihn schauen. Und schaut natürlich auch Resub gerne, denn der macht wirklich extrem hochqualitative Videos. Er analysiert häufig eben halt immer Gameplays von FNCS beispielsweise. Er wird safe auch die DreamHack analysieren. Das heißt, dort auch für die Dezember DreamHack werdet ihr auf jeden Fall dort gute Videos finden. Allerdings eben halt erstmal für diese DreamHack hat natürlich keine erstmal Erfahrung, wie das ganze Format dort wirklich dann laufen wird. Wie gesagt, so ungefähr ein Video, wie man dort spielen sollte, wird in den nächsten Tagen noch kommen. Und damit war es dann auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch natürlich gefallen und dann bis zum nächsten Video. Ciao.